Für Bündnis 90 die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als erstes möchte ich in der Tat meinen SPD-Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für die Initiative zu diesem Antrag danken. Es war eine ausgesprochen angenehme Kooperation. Ich bin erfreut, dass wir gemeinsam ein durchaus kritisches Resümee der EU-Zentralasien-Strategien ziehen können. Diese hat im Bereich Demokratie und Menschenrechte, und ich glaube, Frau Werner, das haben wir auch explizit so geschrieben, nicht zu relevanten Fortschritten in den 5 zentralasiatischen Ländern beitragen können. Bei der Neujustierung der Strategie haben die EU-Staaten im Sommer jetzt ausgerechnet die sicherheitspolitische Kooperation mit den zentralasiatischen Staaten stärker ins Zentrum gestellt. Das geschieht natürlich, und das haben einige hier vor mir erwähnt, vor dem Hintergrund des ISAF-Abzugs. Es ist symptomatisch für die westliche Politik gegenüber Zentralasien. Im Rahmen des Antiterrorkampfes und der Sicherung der nördlichen Abzugsrouten sind Menschenrechte und Demokratie in Zentralasien leider absolut nachrangig. Hinzu kommen massive Interessen an Rohstoffen aus Turkmenistan und Kasachstan. Das, meine Damen und Herren, ist leider der Hintergrund, vor dem wir hier über Menschenrechte in Zentralasien diskutieren. Und wir hören menschenrechtliche Bekenntnisse aus der Regierungsfraktion, aber die klingen hohl. Nichts verdeutlicht die Doppelmoral der Bundesregierung in Bezug auf die Menschenrechte in Zentralasien besser als die schon hier erwähnte bilaterale Rohstoffpartnerschaft mit Kasachstan und die Sicherheitskooperation mit Usbekistan zu Kasachstan. Im Februar hat die Bundeskanzlerin dem kasachischen Präsidenten Nazarbayev hier in Berlin den großen Hof gemacht. Der Grund? Die deutsche Wirtschaft will privilegierten Zugang zu den seltenen Erden und anderen Rohstoffen. Den Besuch Nazarbayevs und den Abschluss der bilateralen Rohstoffpartnerschaft halte ich aus 4 Gründen für ein politisches Fiasko. Der Zeitpunkt? Keine 2 Monate nach dem Massaker an den streikenden Ölarbeiter und keinen Monat nach den pseudodemokratischen Parlamentswahlen im Januar. Das war absolut schamlos. Zweitens, der bilaterale Charakter. Damit unterläuft die Bundesregierung eine kohärente europäische Menschenrechtspolitik und multilaterale Governance-Strukturen im Rohstoffsektor. Drittens, das fehlende Engagement bei Substitution und Recycling, zum Beispiel von seltenen Erden. Denn nur deswegen gerät unsere Wirtschaft in die Abhängigkeit von zweifelhaften Regimen wie dem kasachischen. Und viertens, der Inhalt des Abkommens zur Rohstoffpartnerschaft. Im Abkommen fehlen Verweise auf maßgebliche internationale Abkommen des Menschenrechtsschutzes, der Arbeitsrechte, der Bürgerbeteiligung und der Transparenz. Wir haben mit einem Entwurf eines Abkommens zur alternativen Rohstoffpartnerschaft gezeigt, es geht eben auch anders, wenn man wertegeleitete Politik ernst nimmt. Aber, meine Damen und Herren, es überrascht mich nicht, dass die Bundesregierung die Forderung der Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Pillay, nach einer internationalen Untersuchungskommission noch nicht einmal unterstützt. Man will es sich auf Teufel komm raus mit dem Autokraten Nazarbayev eben nicht verderben. In Einzelfällen, ja, in Einzelfällen, da setzt man sich für einen prominenten Theaterregisseur wie eben Bulat Atabayev ein. Das freut mich, aber ich denke nicht, dass das ausreicht. Das zweite Beispiel, Usbekistan, kommt genau jetzt. Hier sieht die Menschenrechtslage noch düsterer aus als in Kasachstan. Die Details sind uns bekannt. Und auch ist und bleibt Usbekistan ein zentraler Partner der NATO-Staaten in Bezug auf Afghanistan. Deutschland spielt mit einem Geheimvertrag über die Nutzung des Flughafens Termez eine besondere Rolle. In der Antwort auf eine kleine Einfrage von uns hat sich die Bundesregierung zu den Konsequenzen aus der katastrophalen Menschenrechtslage für die sicherheitspolitische Kooperation im Mai ignorant gezeigt und ist auf diese Frage gar nicht eingegangen. Ich zitiere: Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Usbekistan konzentriert sich wesentlich auf die Unterstützung der Operationsführung der internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe für Afghanistan, Klammer auf ISAF, und in diesem Zusammenhang die Nutzung des Flughafens Termez. That's it. Wie soll man das anders verstehen, als dass Menschenrechte einfach keine Rolle für Art und Ausmaß der sicherheitspolitischen Kooperation spielen? Dazu passt, dass Usbekistan, Herr Klimke, weiterhin vorrangiges Kooperationsland, sogenanntes A-Land der Entwicklungszusammenarbeit, bleibt. Die deutsche Welle, aber die UKW-Frequenz, die dringend notwendig gewesen wäre, die wird eingestellt. Das ist eine Katastrophe. Und obwohl
Und obwohl die Bundesregierung immer wieder vorgibt, sich für die Abschaffung der Kinderzwangsarbeit bei der Baumwollernte einzusetzen, hört man hinter den Kulissen, dass sie ein konsequenteres Engagement in der ILO zu diesem Thema ausbrennt. Frau Kollegin, ich bin fertig. Das, meine Damen und Herren, ist leider, ich bin fertig mit meiner Rede, die traurige Realität in der Menschenrechtspolitik unserer Bundesregierung in Zentralasien. Vielen Dank, ich könnte noch viel hinzufügen. Ich schließe die Aussprache und wir